Aufgrund der neuen Indizien ist Bernd Römer erst recht davon überzeugt, dass der Stalker aus dem Arbeitsumfeld seiner Mandantin kommt und nichts mit der Flirt-App zu tun hat. Doch Lynn fällt es schwer zu glauben, dass ihr jemand aus dem Fitnessstudio so etwas antun würde. Ja, aber wir haben doch einen Vorteil. Wir wissen doch, wann dieser jemand hier gewesen sein muss. An beiden Tagen zu einer bestimmten Uhrzeit. Lässt sich das nicht nachvollziehen? Gibt es irgendwie ein System, mit dem man sich sozusagen anmelden muss oder wieder abmelden? Sowohl für Kunden als auch für die Trainer? Stempeln die sich irgendwie ein und aus? Ja. Also man weiß, wer wann hier war. Da muss man doch nur die beiden Tage sich raussuchen und vergleichen, wer ist an beiden Tagen zu dieser Uhrzeit hier gewesen. Ja, klar, Herr Römer, da haben Sie recht, aber ich meine, unsere Eingänge sind nicht kameraüberwacht und im Prinzip kann sich auch von draußen einer hier eingeschlichen haben. Ja, ja, aber jetzt lassen wir uns doch mal bei dem Nächstliegenden bleiben. Und das hieße Kunde oder Mitarbeiter. Wir müssen jetzt nur noch gucken an zwei Tagen, wer ist zu dieser Uhrzeit an beiden Tagen da gewesen. Kann ich eine Liste haben? Können Sie mir da was zusammenstellen? Moment, Entschuldigung. Heike? Ja? Wir brauchen deine Hilfe. Und zwar brauchen wir eine Liste von den beiden Tagen, von all den Mitgliedern, die hier gewesen sein müssen, in der Zeit, als mein Schlüssel nachgemacht wurde. Kannst du uns da bitte helfen? Ja, klar mache ich das. Du bist meine Freundin. Ich möchte auch unbedingt wissen, was es mit diesem Typen da auf sich hat und wer das ist. Ich würde ihn hier ausdrucken und bis morgen fertig machen. Reicht Ihnen das? Das wäre sehr gut. Ja? Das wäre sehr gut. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Okay. Ich werde mich auf jeden Fall um die IP-Adresse kümmern. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei, denen werde ich ein bisschen Druck machen. Die sind da noch nicht mit drüber gekommen. Dann sage ich Ihnen Bescheid. Okay, wenn ich die Liste habe, wissen wir vielleicht schon mehr. Tschüss. Hey, Lynn. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Willst du nicht heute Abend bei mir schlafen und wir machen einen DVD-Abend und ich passe ein bisschen auf dich auf? Es ist lieb von dir, Mike, aber ich habe das alles schon mit Heike geklärt und schlaf bei ihr. Hey, Mike, du bist ja wohl echt der Knaller, hä? Stell dich mal schön hinten an. Bevor Lynn irgendwo schläft, dann ja wohl bei mir. Dann kann sie das von gestern wieder wegmachen. Bevor ich bei dir schlaf, Ralf, schlafe ich lieber unter der Brücke. Ach, weißt du gar nicht, was du verpasst, Mäuschen? Mhm. When you look at me, you know your heart too. Lynn fühlt sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher und wird so lange bei Chefin und Freundin Heike übernachten, bis der Stalker gefasst ist. Allerdings muss sie am frühen Abend zu Hause noch ein paar Sachen packen. Und wieder kreisen ihre Gedanken nur um ein Thema. Hey, verdammt, ich wollte einfach nur einen süßen und selbstbewussten Typen kennenlernen. Und jetzt habe ich da so einen Stalker-Arsch in der Backe. Weißt du, du bist so eine gut aussehende Frau. Ich verstehe sowieso nicht, warum du dich bei dieser Dating-App da angemeldet hast. Hey, du klingst jetzt genau wie Mike. Ist dir das klar? Heike, ich bin seit 2 Jahren Single und ich hab's mehr als oft genug mit diesen normalen Dates versucht. Ich dachte echt, diese App bringt's. Ich hab nie gedacht, dass das so eine Ausmaße annimmt. Ja, aber komm, ey. Jetzt lass dich bloß von so einem Stalker hier nicht unterkriegen. Das hast du überhaupt nicht nötig. Du bist jung, du bist gut aussehend, selbstbewusst. Das wird sich alles aufklären. Wirklich, glaub mir, es wird alles wieder gut. Du bist süß. Danke. Gerne. Okay, du machst Kühlschrank und ich pack Klamotten, ja? Und ich räume alles aus. Ja, alles. Alles. Nimm alles. Hast du noch Getränke? Klar. Okay. Lynn möchte sich nur noch schnell umziehen, bevor sie für die kommenden Tage packt. Doch dann geschieht das Unfassbare. Du siehst echt heiß aus in deinem grauen Top. Heike? Ja? Was ist los? Brütz? Was ist das denn? Oh nee, diese miese Ratte. Hier, komm. Zieh dir was rüber. Woher weiß der denn, was ich mache die ganze Zeit? Weiß ich auch nicht, Lynn. Der muss auch. Nein, hier ist kein Mensch. Der muss da draußen irgendwo sein. Nein, da ist keiner. Woher weiß der das? Mann, ich weiß es nicht. Du, aber jetzt ist Schluss damit. Du rufst jetzt sofort die Polizei an. Das müssen wir melden, das geht nicht. Damit die mir wieder nicht glaubt, oder was? Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Ja, dann ruf deinen Anwalt an, aber irgendwas müssen wir jetzt machen. Seit einer Woche lebt Fitnesstrainerin Lynn Sandmann aus Berlin in ständiger Angst, weil sie gestalkt wird. Schon 2-mal ist der Unbekannte in ihre Wohnung eingedrungen, allerdings ohne Einbruchspuren zu hinterlassen. Rechtsanwalt Bernd Römer befürchtet, dass der Stalker aus dem Arbeitsumfeld seiner Mandantin stammt und sich einen Zweitschlüssel nachgemacht hat.
Doch damit nicht genug. Vor wenigen Minuten hat Lynn eine unheimliche SMS bekommen. Der Stalker hat sie beim Umziehen beobachtet. Was bedeutet, dass er ganz in der Nähe sein muss. Ich bin einmal am ganzen Block gerannt. Niemand, der da auch nur andersweise von der Frage kommen könnte, kann auch gar nicht sehen. Gibt's sonst irgendwas Neues? Nee, es gibt leider nichts Neues. Ich habe noch eine Nachricht, ich wollte Ihnen das eben schon gesagt haben. Von der Polizei, die IP-Adresse ist zurückverfolgt worden, aber in einem Internetcafé. Das heißt, der Täter hat sich von einem Internetcafé aus mit der Flirt-App angemeldet. Das heißt, wer das gewesen ist, ist nicht nachvollziehbar. Super. Fast klar. Egal, so, jetzt zeigen Sie mir noch mal, wo genau waren Sie? Was genau haben Sie gemacht, als Sie das SMS gekriegt haben? Okay, wir waren zuerst hier, wollten die Sachen aus dem Kühlschrank packen. Das hat Heike dann gemacht. Ich bin hier ins Schlafzimmer gegangen. Hier zum Schrank, hab mir hier was rausgenommen. Bin ich hier hingegangen, dann kam auch schon die SMS. So, das heißt, Sie haben sich die ganze Zeit nur hier in diesem Teil des Zimmers aufgehalten, ja? Ja. Also im Schrank, maximal bis zum Bett. Ja, dann, wie soll der Sie denn dann gesehen haben? Keine Ahnung. Also aus dem Fenster mit dem Winkel, da kann der auch das maximal zu dieser Stelle sehen, oder? Und außerdem ist es viel zu dunkel, selbst wenn hier das Licht an ist, kann da keiner reinsehen. Die Gardine war so zu. Dann kann der sie durchs Fenster nicht gesehen haben. Das stimmt, das ist gar nicht überhaupt nicht möglich. Nur von wo dann? Das ist die Frage. Was ist denn da? Da. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Eine Kamera mit Funkstrecke. Nee, das ist ja total pervers. Ich will gar nicht dran denken, wie lange das Ding da schon ist. So lange glaube ich nicht. Die Dinge werden ja batteriebetrieben. Und die Batterien halten nicht allzu lange. Wissen Sie, was ich glaube? Der hat das Ding hier deponiert, als er das Brautkleid hier gelassen hat. Ja, aber warum hat die Polizei das denn nicht gefunden? Das ist natürlich eine gute Frage. Aber andererseits, die haben nach Einbruchspuren gesucht. Oder die haben danach gesucht, ob irgendwas verschwunden ist. Nicht danach, ob irgendwas dazugekommen ist hier bei dem Haushalt. Wissen Sie was? Das kann unser Glück sein, das Ding. Der Stalker ist ja schlau. Der hat hier keine Spuren hinterlassen. Der hat auch mit Sicherheit auf der Kamera keine Fingerabdrücke hinterlassen. Er hat Handschuhe gehabt. Aber an eines hat er vielleicht nicht gedacht. Als er die Batterien ins Batteriefach getan hat, da hat er vielleicht keinen Handschuh angehabt. Das könnte sein. Und wenn da Fingerabdrücke drauf sind, dann führen die uns zu dem Täter. Das soll die Polizei untersuchen. Und zwar jetzt, ich rufe die an. Sie fassen das Ding nicht mehr an. Ja. Fassen hier gar nichts mehr an. Alles klar. Ich bin hier raus. Ja, komm, jetzt beruhig dich erstmal. Ich kann meine Mandantin verstehen, wenn sie sich hier in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr sicher fühlt. Mit der Kamera, da werden wir aber Glück haben. Das habe ich im Gefühl. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways. Schon am nächsten Tag gibt es neue Erkenntnisse, die Bernd Römer umgehend mit seiner Mandantin besprechen will. Lynn hat letzte Nacht bei ihrer Chefin und Freundin Heike geschlafen und versucht sich nun, so gut es geht, mit Arbeit abzulenken. Hallo, Frau Sandmann. Na, wie geht's Ihnen denn? Haben Sie sich ein bisschen erholt von dem Schock gestern Abend? Nicht wirklich. Geschlafen habe ich nicht viel. Das glaube ich Ihnen. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Also, die Polizei hat tatsächlich Fingerabdrücke festgestellt auf den Batterien, die in Ihrer Kamera waren. Ehrlich? Das ist ja super. Genau. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen gedulden, ob die Zuordnung können. Das wird ein bisschen was dauern, aber das heißt ja auch nicht, dass wir nicht unsere eigenen Ermittlungen weiterführen. Okay, was können wir machen? Ich habe die Liste. Das sind 15 Personen, die in Frage kommen. Die sind alle hier im Fitnessstudio gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ihr Schlüssel nachgemacht worden sein muss. Und zwar beide Male, an beiden Tagen. Sehen Sie sich die doch einfach mal durch. Gibt es da irgendeinen Namen, der Ihnen direkt ins Auge springt? Ralf Hinze. Das ist so ein aufdringlicher Typ, der mich die ganze Zeit anmacht. Sie meinen, das könnte der Stalker sein? Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich traue das eigentlich überhaupt niemandem zu. Also, warum nicht Ralf? Ralf Hinze? Wo wohnt er? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass der hier im Kiez einen Kiosk hat. Mike, ja. Weißt du, wo der gerade seinen Kiosk hat? Nee, da bin ich auch überfragt. Ist kein Problem. Ich finde den schon. Ralf Hinze, das reicht mir mit den Angaben. Alles klar. Okay. Mach's auf den Weg. Danke. Ich melde mich, wenn's was Neues. Ja. Tschüss. Du, Lynn, ich habe ja gerade so ein bisschen zugehört. Die Polizei hat Fingerabdrücke gefunden? Ja, endlich. Ich hoffe, dass sie diesen Psycho jetzt ganz schnell finden werden. Ja, ich hoffe auch. Sag mal, steht dein Angebot noch? Die Heike kriegt heute Besuch von ihren Nichten und ich brauche gerade einfach Ruhe. Kann ich bei dir schlafen? Ach, ist gar kein Problem. Auf jeden Fall.
Ja. Dann lass uns halt bloß. Okay. Während Lynn den Abend bei ihrem Kollegen Mike verbringt, hat Bernd Römers Assistent Stefan Krüger den Kiosk von Ralf Hinze ausfindig gemacht. Noch am selben Tag will der Anwalt den Bodybuilder mit dem Stalking-Verdacht konfrontieren. Schönen guten Tag. Sie sind Herr Ralf Hinze? Wer will das wissen? Ich würde das gerne wissen. Rechtsanwalt Römer und ich vertrete Frau Sandmann. Die kennen Sie ja ganz gut. Ja. Ja. Bei Frau Sandmann wurde er eingebrochen, zweimal. Das ist Ihnen ja möglicherweise zu Ohren gekommen. Ja, das weiß doch jeder im Fitnessstudio. Aber was habe ich damit zu tun? Ja, genau deshalb bin ich hier, um das zu klären, Herr Hinze. Um da einzubrechen bei der Frau Sandmann, wurde ihr ein Schlüssel entwendet. Und zwar zweimal aus der Personalumkleide des Fitnessstudios, in dem Sie trainieren. Und Sie haben auch genau an den beiden Tagen, an denen das passiert ist, dort trainiert. Und? Herr Hinze, stellen Sie sich doch bitte nicht dümmer, als Sie sind. Sie stecken dahinter. Sie tyrannisieren meine Mandantin, Sie belästigen die und Sie stalken die. Sie haben eine Abfuhr von ihr gekriegt und das können Sie anscheinend irgendwie nicht akzeptieren. Und ich rate Ihnen damit aufzuhören, das ist ein Straftatbestand. Stalking ist ein Straftatbestand. Lassen Sie es sein. Hey, mal schön locker bleiben. Ich finde die Kleine zwar ein Schaf, aber so heiß ist sie auch nicht. Ja? Ich glaube, da sind Sie auf dem Holzweg. Glaube ich nicht. Meine Mandantin erzählt mir da was ganz anderes. Ich habe mit ihr nichts zu schaffen. Und das habe ich Ihrem Freund auch schon gesagt. Freund? Welchen Freund? Ja, na, dieser Mike aus dem Fitnessstudio. Ja, ich habe mit ihr ein bisschen rumgeschickert gestern, dann hat er mich auf dem Parkplatz abgefangen und mir geht rot, ich soll die Finger von ihr lassen. Und dabei hat sie Ihnen gesagt, dass sie ein Paar sind, dass die beiden zusammen sind, oder was? Ja, nee, nicht so direkt. Er hat mir sogar droht, mir aufs Maul zu holen, dieses Würstchen. Wenn Sie sich den mal angucken, also bitte Sie. Ja, der hat nicht den geringsten Hauch einer Chance gegeben. Nee, natürlich nicht. Entschuldigung, bitte. Hallo, was gibt's? Die Polizei hat die Fingerabdrücke ausgewertet und einen Treffer erzählt. Die gehören dem gewissen Mike Adams. Und der wurde in Brandenburg bereits vor 2 Jahren schon mal wegen Stalking verurteilt. Ist nicht wahr, Mike Adams. Verdammt. Und Mike Adams hat mitbekommen, dass die Polizei die Fingerabdrücke hat. Wir müssen meine Mandantin warnen. Sofort, wir müssen sofort sein. Okay. Okay. Tschüss, Herr Hinze. Nicht so gut. Also das kommt für mich jetzt auch überraschend. Mike Adams ist der heimliche Stalker gewesen von Anfang an. Ich muss sofort Frau Sandmann warnen. Wenn der sich jetzt in die Enge getrieben fühlt, ich weiß nicht, wozu der fähig ist. Bernd Römer ist in Alarmbereitschaft und versucht verzweifelt, seine Mandantin ans Telefon zu bekommen. Doch Lynn hat ihr Handy auf lautlos gestellt, um einen ruhigen Abend mit Mike zu verbringen. Die 31-Jährige hat keine Ahnung, dass sie sich in der Höhle des Löwen befindet. So, ich habe uns jetzt mal schön Wein gemacht. Super. Hast du eine unfassbar schöne Aussicht hier. Wie kann das sein, dass ich noch nie bei dir war? Hat's mir noch nie ergeben. Oh Mann. Aber hey, lass uns doch erstmal drauf anstoßen. Lass uns hinsetzen. Du kannst mir dein Herz in Ruhe ausschütten. Dann sehen wir weiter. Setz dich. Danke. Tja. Erzähl. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Oh Mann, ich wollte doch einfach nur einen Typen kennenlernen. Ich wollte mich endlich mal wieder verlieben. Ist das zu viel verlangt? Nein, wahrscheinlich nicht, aber hey, vielleicht hast du einfach das falsche Beuteschema. Das falsche Beuteschema? Komm, du weißt doch selber, wie schwer das ist, jemanden kennenzulernen. Du bist doch auch noch Single. Ja, aber nicht ganz freiwillig. Eigentlich habe ich die richtige Frau schon gefunden. Nein. Wer? Die Rothaarige aus dem Fitnessstudio, die sich immer ganz besonders schick macht? Oder nein, hier die große Blonde, die sich jedes Mal den Stepper wieder neu einstellt und von dir erklären lässt, hm? Auch nicht. Also, Helen ist keine von beiden. Mike, spinnst du? Ich dachte, ist klar, dass wir Freunde sind. Sorry, hey. Mike, ich finde dich echt total süß, aber hey, du bist sowas wie mein Bruder. Ist schon okay. Ja, lass einfach gut sein. Lass uns nicht mehr drüber reden, okay? Ehrlich. Geh mal kurz ins Bad, ja? Ja, mach das. Oh mein Gott.
In Berlin hat Rechtsanwalt Bernd Römer die Polizei alarmiert. Seine Mandantin Lynn Sandmann wird gestalkt und ist in Gefahr. Eigentlich wollte die Fitnesstrainerin einen ruhigen Abend mit ihrem Kollegen Mike Adams verbringen. Doch ausgerechnet der ist der Stalker. Kommt die Rettung noch rechtzeitig? Polizei! Polizei! Hände hoch! Lass mal frei. Bad ist frei. Okay, ich komme rein, ne? Wir können rein. Frei? Alles frei. Gut, wunderbar. Ach du meine Güte. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Hier, gucken Sie sich das mal an, Herr Breuer. Ja, erstmal der ist besessen von meiner Mandantin. Er ist nicht in der Wohnung, ja, aber es. Oh. Das ist ja Frau Sandmann, Hals. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Sagen Sie, Herr Römer, ich habe das Handy dort vorne gerade gefunden. Kennen Sie das zufällig? Es kann das sein, dass es von Ihrer Mandantin ist? Das ist von meiner Mandantin. Das lag hier. Das lag hier vorne, ja. Ich sag mal, die ist nicht freiwillig mitgegangen. Und wenn die Wohnungstür offen ist, dann hatten die es sehr eilig zu gehen. Richtig. Er zumindest. Haben Sie denn eine Ahnung, woher Adams die Frau Sandmann hingebracht haben könnte? Dann würde ich hier jetzt nicht stehen bleiben. Das können Sie mir aber glauben. Wenn ich irgendwie Idee hätte, wo die sein könnten. Bernd Römer macht sich wahnsinnige Sorgen um seine Mandantin. Doch er weiß, dass er sie nur finden kann, wenn er jetzt einen kühlen Kopf bewahrt. Leider kommt es noch schlimmer. Das habe ich in der Küche gefunden. Riech's mal. Oh. Das Chloroform? Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Dann hatte ich recht. Der hat sie betäubt. Die ist nicht freiwillig mitgegangen. Der hat sie betäubt. Aber da musste er sie ja wohl hier rausschleppen. Und dann hat es vielleicht jemand mitbekommen. Vielleicht gibt es einen Zeugen. Irgendjemand muss doch was gesehen haben. Das ist eine gute Idee. Wir sollten auf jeden Fall sofort alle Nachbarn befragen. Am besten fangen wir gleich an. Herr Adams muss meine Mandantin betäubt und aus der Wohnung geschafft haben. Jetzt zählt wirklich jede Minute. Und ich hoffe inständig, dass wir sie rechtzeitig finden und dass hier nichts passiert. Bernd Römer und die Polizeibeamten geben alles, um Hinweise auf Lynns Verbleib zu finden. Doch keiner der befragten Nachbarn will etwas gesehen oder gehört haben. Das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht am helllichten Tage hier eine Frau rausschleppen und niemand kriegt es mit. Er ist ja noch nackt. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie, wohnen Sie hier? Kennen Sie vielleicht Herrn Adams? Ja, der wohnt da oben. Ist etwas passiert? Das hoffen wir jetzt mal nicht. Aber der hat Besuch gehabt von einer jungen Frau und die haben die Wohnung verlassen. Haben Sie das zufällig mitbekommen? Ist Ihnen dabei irgendwas aufgefallen? Ach Gott, ja. Die war ja so betrunken, das Mädel. In meiner Zeit gab es sowas nicht. Am helllichten Tage, ja? Besoffen, echt? Sagen Sie, woher wollen Sie denn wissen, dass die junge Frau betrunken war? Na, die war so blau, die konnte ja nicht mehr gehen. Da hat sie tragen müssen. Da hat sie im Auto getragen und hat sie nach Hause gefahren, damit sie sich ausschläft. Sagen Sie, du kannst mal nachfragen, ob die vielleicht doch schon zu Hause angekommen ist mittlerweile. Ja, die sollen ja mal eine Strafverbrechung machen. Ja, klar. Eine Frage noch. Für den Fall, dass er sie doch nicht nach Hause gebracht hat. Warum soll er sie nach Hause bringen? Das weiß ich auch nicht. Aber bitte, es ist wirklich dringend. Wir suchen die beiden. Wir müssen mit denen sprechen. Dringend. Haben Sie irgendeine Idee? Waren Sie denn schon in der Wohnung von Mikes Mutter? Die ist vor ein paar Monaten gestorben. Und der ist gerade dabei, die Wohnung aufzulösen. Haben Sie eine Ahnung, wo die Mutter gewohnt hat? Also, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie Karin hieß. Karin? Ja, also, weiter weiß ich auch nicht. Das war ein sehr guter Tipp. Ich bin mir todsicher. Der hat die wirklich in die Wohnung seiner verstorbenen Mutter gebracht. Ich weiß zwar nicht, was er vorhat, aber wir sollten uns jetzt wirklich beeilen, um genau das herauszufinden. Die Wohnung von Mike Adams' verstorbener Mutter ist schnell ermittelt. Und so kann bereits kurze Zeit später der Zugriff erfolgen. Der Stalker hat Bernd Römers Mandantin tatsächlich hierher gebracht. Hey. Das ist wunderschön. Und endlich habe ich dich ganz für mich allein. Du brauchst keine Angst haben. Wirklich. Versteh, dass wir füreinander geschaffen sind. Ja? Ich weiß, die Situation ist gerade echt extrem. Aber hey. Du bist es. Alles gut. Ganz ruhig. Ah, Lynn! Ah, Lynn! Ah, Lynn! Komm, Lynn! Ruhig.
Psycho? Lynn, sag denen, dass wir uns lieben. Glaubst du, du kannst jemanden zwingen, dich zu lieben? Ja, so ungefähr hat er sich das vorgestellt, oder? Sie wollten ihr so viel Angst machen durch das Stalking, dass er sich zu ihnen flüchtet. In ihre starken Arme. Das ist nicht wahr. Lynn, bitte, ich liebe dich. Es ist vorbei. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles okay. Wir waren Freunde. Was haben Sie gedacht, ne? Wir verlassen diese Wohnung am Stand, ja? Es ist alles in Ordnung. Der Tipp der Nachbarin von Herrn Adams, der war Gold wert. Deshalb sind wir so schnell hier gewesen und so konnten wir das Schlimmste verhindern. Es ist alles noch mal glimpflich ausgegangen. Auf den Herrn Adams kommt jetzt natürlich ein Strafverfahren zu. Und dabei wird insbesondere die Frage seiner Schuldfähigkeit eine ganz große Rolle spielen. Ein Gutachter wird darüber zu entscheiden haben, ob er für seine Tat hier verantwortlich zu machen ist. Das müssen wir abwarten. Me and you. Eine Woche später hat Lynn die schlimmen Erlebnisse zwar längst noch nicht verarbeitet, aber sie ist auf dem Weg der Besserung. Nichtsdestotrotz macht sich ihre Chefin Heike ständig Sorgen, ob die Arbeit im Fitnessstudio nicht zu viel für die 31-Jährige ist. Wie geht's denn dir? Hm? Hast du dich wieder ein bisschen eingelebt hier? Ich meine, die Sache hier muss dich ja doch an Maike erinnern. Hm? Ja, es geht eigentlich schon. Ja. Mittlerweile tut er mir fast schon leid. Was? Vor einer Woche warst du noch total sauer auf den. Ja, er hat mir einen Brief aus der psychiatrischen Anstalt geschrieben und hat sich entschuldigt für all das, was er mir angetan hat. Ja gut, aber Lynn, du kannst ihm jetzt auch nicht alles verzeihen. Nein, natürlich nicht, aber auf Dauer bringt's mir eigentlich mehr, ihn so als das zu sehen, was er ist. Nämlich ein psychisch kranker Mensch. Ich glaube nicht, dass er per se böse ist. Ja, verstehe. Du, wie auch immer, es ist egal. Ich bin froh, dass dieser Kerl jetzt weggesperrt ist und dir nichts mehr antun kann. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Hm? So. Hallo, Lynn. Hey, kennst du mich noch? Du bist Fred. Genau. Was kann ich für dich tun? Ich habe in der Zeitung gelesen, was passiert ist. Und irgendwie fühle ich mich für die ganze Sache irgendwie verantwortlich. Du kannst da doch gar nichts für. Ja, ich weiß, aber der Typ hat irgendwie meine Identität benutzt, und um die Anzeige zu jagen. Und das ist schon echt schräg. Und um mir das zu sagen, bist du jetzt hergekommen? Eigentlich nicht, da wir uns ja im Kletterstudio kennengelernt haben und da Umstände, die halt nicht so toll waren, habe ich mir gedacht, dass ich mir jetzt frage, ob wir vielleicht was Kaffee trinken gehen oder so. Mensch, das trifft sich doch eigentlich gerade wunderbar, weil die Lynn hat jetzt Mittagspause. Oh. Komm, und dann holen wir deine Jacke und dann könntest du doch mal einen schönen Kaffee trinken. Während Mike Adams die kommenden Monate in der Psychiatrie behandelt wird, kann sich Lynn auf ihr Liebesleben konzentrieren. Und wer weiß, vielleicht ist Internetbekanntschaft Fred ja Mr. Right.